Hallo meine Lieben, ich möchte euch eine neue Shakuhachi demonstrieren. Die Shakuhachi Eli. Eli, weil mir ist ein Sohn geboren letzte Woche. Eli. Und ich habe sie dann halt Eli genannt. Eli ist ein Neugeborener, sehr kleiner, aber das ist eine sehr große Flöte. Und diese Shakuhachi Eli, ist auf G gestimmt. Das ist eine der größten Shakuhachis, die man überhaupt spielen kann. Das heißt, man muss eine gewisse Dehnbarkeit oder Größe in den Händen haben. Ich möchte euch mal zeigen, wenn ich sie so halte, ja, das ist also die Art und Weise, wie man sie strecken muss. Und auch wenn die Hand nach unten geht und ich so spiele, muss ich unten immer noch die halten können. Ja, da sage ich euch mal in etwa die Abstände. Das sind ja nie genaue Abstände. Denn von Flöte zu Flöte, das sind ja einige hier, die ich gebaut habe, von Flöte zu Flöte können die Abstände variieren, denn keine Flöte ist wie die andere und jede muss einzeln gestimmt werden. Wir reden hier von 2-3 mm Unterschiede, ja? So, also vom Zentrum des Loches, des linken Zeigefingers, also des oberen vorderen Loches, bis nach unten sind das in diesem Fall jetzt hier so 9,4 cm. Dagegen bei den beiden unteren habe ich einen Abstand von, ja hier 7,7 cm. Also du müsstest schon damit rechnen, dass so eine Flöte im Maximalfall fast sogar eine Dehnbarkeit von 9,8 cm haben soll. Ja, und das musst du mit deinem Zeige- und Ringfinger leisten können. Notfalls kann man auch allerdings mit dem kleinen Finger schließen. Ne? Also statt so, huch, wo ist denn das hin? Hier ist schon eine ganze Dehnbarkeit, auch so. Na? Aber dann kann man nicht so schnell spielen. Aber Shakuhachi spielt man eh nicht schnell, da ist das nicht so dramatisch. So, wie alle Shakuhachis ist die gebunden und von innen mit und außen mit Shellac behandelt. Da schaut euch einfach mal die Filme oder meinem Shop an, wie ich die behandle, dass ich das nicht in jedem Flötenfilm neu erzählen muss. Was ich aber euch erzählen möchte, ist oder zeigen möchte, ist, wie sie sich anhört. Ja, vielleicht erstmal, das ist jetzt hier eine unbehandelte, um zu zeigen, wie gut sie sogar unbehandelt sich anhört. Auch so und auch hier, dass ich die Löcher natürlich nicht auf eine Achse mache. Ich brauche mal hier ein Klebeband, um euch das zu zeigen. Klebeband, wo bist du? Klebeband, ohne dass alles runterfällt. Eine Sekunde. Ich hatte hier doch sowas. Ich hatte mal hier ein Malerklebeband. Eine Sekunde, wo ist er auch nicht? Da ist er. Schaut mal her, ich nehme mal die unbehandelte Flöte. Und wenn ich jetzt hier neben den Löchern mal so sowas mache, ja. So. Da habe ich es. Also hier sind die echten Löcher, aber hier habe ich so ein Klebeband gemacht. Und wenn ich jetzt hier drauf eine Linie mache, mehr oder weniger gerade, und hier die Löcher nachzeichnen würde, zeige ich euch das gleich in die Kamera. Seht ihr hier, kann man das sehen? Ja. Dann wäre hier ein Loch und das wäre unmöglich zu schließen, weil es auf einer Linie liegt. Da gehe ich hin und versetze das untere Loch auf der gleichen Achse, also ist dann nicht höher oder tiefer, etwas nach links. Und so sieht es dann hier aus. Ja. Also hier ist das Zeigeloch und dann siehst du, dies liegt ein bisschen links davon, dass du es besser schließen kannst. Und gleich ist dann hier auch zu sehen bei den unteren zwei Löchern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mir jetzt hier irgendwelche Musik an. Ich gehe hier also einfach mal in YouTube rein und schreibe Backing, das heißt Hintergrundmusik, Backing in G Minor. So, mal sehen, was kommt. Da habe ich jetzt hier doch verschiedene Sachen. Okay, mal schauen. Ich habe hier 10 Minuten 51 Sekunden meine Blues Backing Track in G Minor von TCDG, geschrieben Theodor Cesar Dora Gustav. Gut, da hören wir mal kurz rein. Ich darf ja sicherlich nicht die ganze Musik verwenden, nur so ein paar Sekunden, Minuten. Ich hoffe, ihr hört das.
Musik war zu laut. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das aufgenommen wird. Aber ihr hört, das hört sich ja, passt total rein. Ne? So, und hier ist dann mit Shellac behandelt. Gut, hören wir mal auch hier rein. Perfekt gestimmt. Grundsätzlich bei den Shakuhachi, wenn du eine Shakuhachi auf D kaufst, dann such einfach jetzt hier in Google, in YouTube, Backing Minor auf D, Moll, immer den Moll dann. Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine Flöte Shakuhachi hast, ein A, dann suchst du eben ein A-Moll oder C-Dur. Ne? Also das, die Korrespondenz Dur. Was waren jetzt Dur von G-Moll überhaupt? Weiß ich gar nicht. Das können wir herausfinden. Das ist ja nicht so schwer. Quintenzirkel. Also wer sich jetzt nicht mit Musik so auskennt, ich habe die nie auswendig gelernt, Quintenzirkel, dann schaust du auf den Quintenzirkel. Ich zeige euch das mal. Und dann schaust du hier, was gegenüber dem Moll steht, also zum G-Moll, G meine G, 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 ist das B. Ist das jetzt Deutsch oder? Ach, das ist Deutsch, also ein H, B. Ach, Mann. Okay, ich muss das jetzt in Englisch suchen, weil immer das Problem mit diesem B in Englisch und Deutsch, jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt ein richtiges B ist oder ein H. Da suchen wir in Englisch Circle of Fifth. Of Fifth. So. Okay, da habe ich einen Circle of Fifth. Ah, ne? Also war ein deutsches B, denn dann in Englisch steht hier ein B, also ein B-Flat. Also gut. Also ich müsste jetzt ein B-B-Dur oder in Deutschland ein B-Dur suchen. Dann suche ich mal in YouTube einfach mal ein B-Dur und schauen wir, wie die Shakuhachi sich damit macht. Und zwar gehe ich jetzt hier und suche Backing B-B Major. Major ist ja Dur in Englisch, ne? Backing Track B-B Major. Jetzt kommt hier von TUS Classes de Guitarra. Gut. Ich weiß gar nicht, was jetzt kommt. Hört mal. Natürlich ist es jetzt nicht klassische shakuhachi Musik, aber ich wollte euch nur zeigen, wie diese Flöten gestimmt sind. Das ist also die Shakuhachi G. Riesiges Ding. Über 80 cm groß. Definitiv nicht für kleine Menschen. Ich bin ein kleiner Mensch. Jetzt mit 51 bin ich auch sogar geschrumpft. Jetzt habe ich also 1,73 drauf. Spiele Gitarre und Flöten seit vielen Jahren. Habe also eine gut gespreizte Hand. Und das ist echt hier so meine Grenze. Und da würde ich jetzt nicht drüber gehen. Wenn du jetzt ein großer Mensch bist, also eins, ja, also auf jeden Fall größer als 1,73, ja, wirst du damit keine Probleme haben. Ich weiß, die Frauen wollen immer große, tiefe Flöten spielen. Und
das wird nichts, es sei denn, du bist eine große Frau, das tut mir leid, das zu sagen. Und theoretisch könnte ich jetzt hier, wenn jemand eine kleine Hand hat und unbedingt diese Flöte spielen möchte, geht das? Da gibt es eine Möglichkeit, dann verzichten wir auf das Daumenloch, weil das ist ja nicht zwingend notwendig, es sei denn, du bist sehr fortgeschritten. Und dann könnte man dieses Loch, was ihr hier seht, einfach als Daumenloch machen und dann muss man nur dies schließen und dieses als zweites Daumenloch machen und dies hier schließen. Habe ich mal gemacht bei einer riesigen Flöte, die war dann fast so groß wie ich. Da hatte ich also mit einem kleinen Finger oben ein Loch und hier. Aber dann spielt man auch anders, weil das ist dann schwer zu greifen, das muss man dann üben. Es ist möglich, aber um sie jetzt wie eine Shakuhachi flüssig und schnell zu spielen, muss bei so einer Flöte eine gewisse Größe vorhanden sein, insbesondere große Hände, dass man sie spielen, Hände, dass man sie spielen kann. Vielen Dank und ihr findet diese Flöten hier auf www.shakuhachi-shop.de oder einfach unten auf den Link klicken. Vielen Dank. Na, geht das aus?